Wenn es eine Zukunftschance für den Betrieb gibt, dann sollte man ihm die geben. Das setzt für uns voraus, dass es ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell gibt, dass es Investoren gibt, die bereit sind, dort zu investieren. Das setzt dann aber auch voraus, dass Opel seine Produktpalette noch weiter so umbaut, dass tatsächlich Mobilität mit weniger Treibhausgasen möglich ist. Der ökologische Umbau, die Entwicklung neuer Antriebe, Elektroantriebe, Erdgasantriebe und ähnliche, das sind die Fragen, vor denen die Zukunftsfähigkeit von Automobilherstellern entschieden wird. Ich glaube, Opel ist eher das Vorbild für Daimler. Opel hat einen Durchschnittsverbrauch, der liegt im Rahmen der Selbstverpflichtung der deutschen Automobilindustrie. Opel ist der erste Hersteller, der im großen Stil Erdgasfahrzeuge, also Fahrzeuge, die man im Zweifel auch mit Biogas betreiben kann, in den Markt reingebracht hat. Und Opel ist sehr weit in der Entwicklung eines Fahrzeuges, was ausschließlich elektrisch angetrieben wird und nur zum Aufladen und Bereitstellung der Elektrizität noch einen Hilfsmotor als Verbrennungsmotor dabei hat. Das heißt, wir sind heute hier auf einem Weg, von dem ich glaube, wenn das umgesetzt wird, Opel dann eine Zukunftschance hat. Die Mitarbeiter von Opel, und das ist einer der Gründe, warum wir Grünen sagen, wir stehen dazu, unter bestimmten Bedingungen diesen Betrieb zu retten, beteiligen sich selber aktiv an der Rettungsaktion. Zusammen mit den Händlern wollen sie sich an der Firma beteiligen. Sie verzichten dafür auf Urlaubsgeld, auf Weihnachtsgeld. Das heißt, sie investieren ihren eigenen Lohn in den Umbau eines Unternehmens. Das heißt, hier liegt eine große Vorleistung der Opel-Beschäftigten. Der Staat, die Kanzlerin, der Vizekanzler, alle haben die Verantwortung, diese Vorleistung auch zu honorieren und wenn es für Opel ein Zukunftskonzept gibt, hier mit Mitteln zur Verfügung zu stehen. Was aber nicht geht, ist, dass Opel zum Profilierungsgezänk zwischen Vizekanzler und Kanzlerin wird. Hier geht es nicht darum, wer den größten Vorteil im Wahlkampf hat, sondern hier geht es darum, einige 10.000 Arbeitsplätze in Deutschland nicht nur bei Opel zu retten.